Ja, die Nächte sind nicht so einfach. Man weiß nie so, wie man liegen soll, weil die Schmerzen im Rücken- und Rippenbereich einfach da sind und nicht so angenehm, aber ja, muss ich durch. Der Schmerz, wenn ich auf dem Rad bin und wenn ich sitze, geht, aber das Problem ist, wenn ich schnelle Reaktionen machen muss oder Antritte oder den ganzen Stress, ist einfach sehr schmerzvoll. Und ja, im Moment bin ich eigentlich eher im Überlebensmodus und hoffe, dass es die nächsten Tage einfach wieder besser wird. Ja. Ich höre dich jetzt auf dem Rad. Die ganzen Leute hier, die machen einen riesen Job und ich selber versuche auch positiv zu bleiben und wirklich nur das zu machen, was einfach nötig ist. Und die machen eine große Arbeit und das hilft mir. Das merke ich auch, dass es jeden Tag jetzt doch ein bisschen besser wird. Und ja, ich bin da sehr dankbar, dass ich da super Unterstützung habe vom Team Israel. Okay. So, das hört sich auch alles gut an. Ich denke, wir müssen ein, zwei Pflaster hinwechseln am Rücken. Das machen wir noch. Oh ja, das wird schon besser. Das wird schon besser. Die Wundheilung klappt also gut. Der tägliche Verbandswechsel hat sich ausgezahlt. Okay, okay. Ja. Okay, danke. So how do you feel today? Ah, it's a little bit better. But yeah. Long stage coming up? Long one, yeah. But it's beautiful weather, so everything is fine. It's hard to recover, especially in a race, but I think when you always have to push your body, the blood flow and everything is going better, and I think it helps in the end recovery to be faster. And I enjoy the moment when I'm in the hotel back from the race and I get the treatment. Wounds are healing good, and it's already a good sign. And also the pain is a little bit less than in the beginning. It's still here, but I can live now with the pain better. At that moment, it's hard. You always have to think positive and take the positive vibes with you, even when it's super hard and painful. But in the end, you can learn a lot of these things. And you go through this, and after a couple of weeks you're looking back and say, oh, I survived it, and I fight it to the end, hopefully. Yeah, that's the most important thing, that you never give up.